Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von 163 Grad. Heute am Dienstag 20 Uhr, wenn es wieder heißt, einfach erklärt. Nach meinem letzten Video zum Thema Tesla aufladen zu Hause für 19,95 Cent mit dem speziellen Stromtarif für abschaltbare Verbrauchseinrichtungen habe ich doch sehr viele Zuschriften von euch bekommen, sehr viele Kommentare. Anscheinend ist das Thema echt interessant für euch und es ist ja auch heiß diskutiert worden, wie das geht, ob das bei einem Stromanbieter geht und so weiter und so fort. Fand ich wirklich gut. Scheint, dass das Thema für euch wirklich interessant war. Ich habe aber anhand der Zuschriften und anhand der Mails auch gemerkt, dass da auch einige dabei waren, wo mit den Begriffen noch nicht so ganz sicher umgegangen wurde. Kilowatt, Kilowattstunden, Gleichstromladen, Wechselstromladen. Ich habe da ziemlich viele Zuschriften bekommen, die mir gezeigt haben, dass ganz viele von euch, die ihr meinen Kanal guckt, noch gar kein Elektroauto fahren, sich dafür interessieren und gerade dabei sind, so ein bisschen dieses Wissen zu generieren. Als Elektroautofahrer geht man damit jeden Tag um, genauso wie ein Verbrennerfahrer jeden Tag weiß, wie viel Liter habe ich im Tank, was verbraucht mein Wagen an Kilowatt, an Litern Benzin oder Diesel pro 100 Kilometer und wie weit kann ich damit fahren. Das ist ganz selbstverständlich. Als Elektroautofahrer hat man andere Begriffe, Kilowatt, Kilowattstunden, und mit denen hantiert man den ganzen Tag genauso selbstverständlich rum. Und weil das für einige von euch, die ihr noch nicht Elektroauto fahrt, nicht ganz so selbstverständlich ist, möchte ich an dieser Stelle gerne ein bisschen was über diese Begriffe euch an Wissen mitgeben und vermitteln, damit ihr dann auch an den folgenden Videos Spaß habt und richtig mitreden könnt und alles mit drauf habt. Keine Bange, es wird nicht so technisch. Wir sind hier nicht in der Physikunterricht auf dem Gymnasium, sondern ich mache das ganz anschaulich und ganz einfach und easy. Ich bin auch kein Physiker und auch kein Elektriker, sondern ein Elektroautofahrer. Und ich mache das für euch so, dass wir das in zehn Minuten kurz besprechen und dann habt ihr es auf dem Kasten. Ganz einfach. Also, ein Elektroauto ist im Grunde genommen nichts anderes als ein ganz normaler elektrischer Verbraucher. Das heißt, ob ihr jetzt euer Handy abends in die Steckdose steckt zum Aufladen oder euer Notebook am Arbeitsplatz aufladet, das Elektroauto unterscheidet sich überhaupt nicht davon. Es lässt sich damit auch ganz normal mit diesem ganz normalen handelsüblichen Stecker, den ihr alle kennt, aufladen. Es ist ein ganz normales elektrisches Gerät, insofern keine Angst und keine Bange und auch kein Problem von wegen Reichweite, denn Steckdosen gibt es mehr als Tankstellen in der Ecke in Deutschland, wo es wirklich keinen Strom gibt. Ich weiß nicht, ich glaube, da draußen gibt es nicht wirklich einen. Ihr werdet also überall aufladen können, ihr werdet überall wegkommen. Kurz zu den Basics. Wir haben in ganz Europa eine standardisierte Spannung im Stromnetz mit 230 Volt. Das weiß jeder, das gehört heute so zur Allgemeinbildung. Und Volt ist die Einheit für die Spannung im Netz. Spannung ist der Druck auf der Leitung sozusagen. Strom ist wie immer im Leben. Auf der einen Seite gibt es zu viele, auf der anderen Seite gibt es zu wenige. Und wenn man dann die Möglichkeit schafft, dass man darüber wandern kann, dann gehen an der Stelle, wo zu viele sind, einige rüber dahin, wo mehr Platz ist. Der Strom ist nichts anderes. Es gibt zwei Pole, Plus und Minus. An dem einen sind zu viele Elektronen, an dem anderen sind zu wenige. Und wenn man den Stromkreis schließt, dann wandern die rüber. Ganz einfach. Volt ist die Einheit, die die Spannung misst. Also, wie groß ist der Druck? Wie groß ist der Überschuss praktisch auf der einen Seite? Wie viele sind da zu viel? Wie hoch ist der Druck, doch dann wandern zu wollen auf die andere Seite? Kennt ihr von der Supermarktkasse? Da steht ihr irgendwo in eurem Lieblingssupermarkt an der Kasse 1 und die Schlange wird immer länger. Und irgendwann kommt dann mal jemand und schreit in den Laden rein, können Sie dann auch mal bitte eine zweite Kasse aufmachen? In dem Moment, wo die Ansage kommt, sehr geehrte Kunden, wir öffnen Kasse 3, werdet ihr sehen, dass ein Teil aus eurer Schlange dann rüberwandert in die Schlange zur Kasse 3. Das fängt an, sich so ein bisschen dann zu verteilen. Und dieser Druck, den ihr in dieser Kassenschlange spürt, bevor die andere Kasse aufgemacht wird, das ist praktisch die Spannung, das sind die Volt, gemessen in elektrisch in Volt. Also wie viel Druck ist auf der Pipeline? Wenn dann die Kasse 3 eröffnet wird und einige rübergehen, dann ist die Frage, wie viele gehen rüber? Das ist die Stromstärke, also wie viel, was wird da bewegt, wie viel Strom fließt da wirklich? Und das wird gemessen in Ampere. Also Volt, Druck auf der Leitung, Ampere,
wenn man die Möglichkeit gibt zu wandern, was geht dann wirklich rüber. Und wenn man das beides miteinander multipliziert, Volt mal Ampere, also Spannung mal Stromstärke, dann bekommt ihr die elektrische Leistung und die misst man in Watt. Diese Einheiten Volt, Watt und Ampere hat man international standardisiert. Man hat drei berühmte Persönlichkeiten damit benannt. Ich muss es mal ablesen. Alessandro Volta war ein Physiker, Volt. Dann André-Marie Ampère war ein Mathematiker. Und James Watt, der die Dampfmaschine perfektioniert hat, war ein Erfinder und Tüftler. Nach den dreien hat man diese Einheiten vor langer, langer Zeit benannt. Sie sind international gebräuchlich. Ja, in Deutschland haben wir 230 Volt, in ganz Europa haben wir 230 Volt hier auf der Steckdose. Eure Steckdose zu Hause hat, wie ihr sehen könnt, drei Kontakte, zwei diese Stifte und hier einen. Das ist einmal auf dem einen Kontakt ist Spannung drauf, das nennt man eine Phase. Auf dem zweiten Kontakt, der ist dann dazu da, um den Stromkreis zu schließen. Und der dritte Kontakt ist der Schutzleiter, die Erdung für technische Fehlfunktionen. Das Teil kennt ihr auch, das ist ein Phasenprüfer, gibt es in jedem Baumarkt. Und wenn ich den dann in meine Steckdose hineinstecke und den Finger drauf halte, dann gibt es einen von den beiden, wo dieser Phasenprüfer leuchtet. Dann habt ihr die Phase gefunden, also das ist der Kontakt, wo die Spannung drauf sitzt. Auf dem anderen, auf dem Nullleiter, sitzt keine Spannung drauf. Ihr habt also eine Phase in diesem Stecker mit 230 Volt. So. Wenn ich jetzt mein Elektroauto aufladen will zu Hause, dann ist die Stromstärke, wie stark ich das machen kann, bemessen daran, wie die Sicherung im Hausanschlusskasten dimensioniert ist. Nehmen wir mal an, sie ist 10 Ampere groß und jetzt können wir ja ganz einfach rechnen. 230 Volt mal 10 Ampere, dann sind das 2300 Watt. So, 2300 Watt kann ich also aus so einem System beispielsweise rauskriegen, wenn ich 10 Ampere absichern. Und mit 2300 Watt, das ist so, ja, wie mit Gramm und Kilogramm und Metern und Kilometern, 1000 sind immer ein Kilo. Also 2300 Watt sind 2,3 Kilowatt. So, kann also aus so einer Steckdose hier, wenn ich sie mit 10 Ampere absichere, 2,3 Kilowatt an Ladeleistung rauskriegen. Und wenn ich das Ganze eine Stunde lang mache, dann habe ich, ihr ahnt es, 2,3 Kilowatt Stunden daraus an Strom bezogen. Also relativ simpel. 2,3 Kilowattstunden, das ist nicht viel. Wenn ihr euch jetzt die aktuellen Elektroautos anguckt, die haben meistens so einen 40 Kilowattstunden Akku oder Hyundai Kona, Kia e-Niro schon mit 64 Kilowattstunden Akku. Da muss man ehrlich sagen, wenn ich 2,3 Kilowatt pro Stunde da reinbekomme und der Akku fast leer ist und ich brauche da 60 Kilowattstunden, dann soll ich da 30 Stunden stehen. Also das ist natürlich nicht zweckmäßig. Wir brauchen für das Aufladen eines Elektroautos mehr Leistung. Das heißt, Elektroauto aufladen an so einer Dose geht grundsätzlich, ist aber eigentlich nur eine Notlösung. Mehr Leistung heißt mehr Ampere, denn wir können die 230 Volt, die sind gesetzlich festgelegt, standardisiert, daran können wir nicht schrauben. Wir können also die Amperezahl erhöhen. Wir können also auf 16 Ampere gehen. Dann gibt es zum Beispiel solche Dosen, die werden im Campingbereich gerne benutzt. Das ist nichts anderes als die Steckdose, die ich euch eben gezeigt habe. Wir haben wieder drei Kontakte. Das Ganze ist nur etwas massiver ausgeführt, weil man dort dann tatsächlich 16 Ampere durchgeben kann und hat dann entsprechend mehr Leistung. Wenn ich jetzt rechne, dass ich da 16 Ampere drauf habe, mal 230, dann sind das 3680 Watt, also 3,6, 3,7 Kilowatt. Das ist das Maximum, was ich aus so einer Verbindung rausholen kann. Schon besser, aber reicht natürlich immer noch nicht. So, dann kann man einen Schritt weiter gehen. Das wäre diese Variante. Kennt ihr vielleicht aus Firmen, aus irgendwelchen Büros, Werkstätten, produzierenden Betrieben. Solche Steckdosen, die werden umgangssprachlich auch Drehstrom- oder Kraftstrom-Steckdosen genannt. Hier ist Folgendes, hier sind mehr Pins drin, wie ihr seht. Und tatsächlich, ihr habt in eurem Hausanschluss nicht nur eine Phase, also nicht nur einen Leiter, der 230 Volt leitet, sondern ihr habt drei. Und hier sind alle drei Phasen drin, drei Phasen a 230 Volt, ein Nullleiter und eine Erde sind da drin, sind fünf Pins.
Es gibt in jedem Haushalt immer ein Elektrogerät, das tatsächlich auch mit allen fünf Phasen arbeitet. Das ist der Elektroherd. Wenn ihr den mal ausgebaut habt, dann werdet ihr auch einen Anschluss finden, der alle fünf Pins hat. Jetzt wird spannend. Jetzt kann ich das Ganze ja anders rechnen. Jetzt habe ich 3 mal 230 Volt mal 16 Ampere abgesichert. Dann komme ich auf 11.040 Watt, wenn ich das multipliziere, oder 11 Kilowatt. Das ist schon spannend. 11 Kilowatt Ladeleistung. Da kann ich mir so eine Buchse legen. Ich kann aber auch eine Wallbox anschließen, wie zum Beispiel hier hinter mir. Da die Heidelberg Wallbox, die kann 11 kW. Ist im Prinzip so eine Steckdose mit ein paar Zusatzfeatures. Komme ich im nächsten Video gerne drauf zurück. So, und dann kann man das Ganze noch höher absichern mit 32 Ampere. Der Stecker sieht genauso aus. Er ist nur viel größer. Nochmal zum Vergleich. Das ist der mit 16. Das ist der mit 32. Seht ihr, es ist eigentlich derselbe Stecker. Es ist nur größer abgesichert. Und dann kann man natürlich rechnen, 3 mal 230 Volt mal 32 Ampere sind 22.080 Watt bzw. 22 Kilowatt Ladeleistung. Das macht dann richtig Laune. Mit 22 kW kriegt man so einen Akku dann auch relativ schnell voll. Ja, wenn nicht die ganze Kette wäre. Also, das Entscheidende beim Aufladen ist natürlich, wie groß ist diese Steckdose dimensioniert, wie viel Kilowatt an Leistung gibt sie raus. Es geht aber auch darum, das Ladekabel, was hier dazwischen steckt, auch das hat eine Limitierung auf so und so viel kW Ladeleistung. Und dann am Ende sitzt das Auto dran mit seinem Ladegerät. Da ist die Frage, wie viel kW kann das Auto als Ladung auch in Empfang nehmen. Es nützt zum Beispiel nichts, wenn ihr an einer 22 kW Ladestation einen älteren BMW i3 anschließt, der 3,6 kW an Ladung entgegennehmen kann, dann ist es völlig egal, was das für eine Ladesäule ist, auch völlig egal, was für ein Kabel ihr steckt. Mehr als 3,6 kW sind nicht möglich, weil der Wagen das limitiert. Wenn ihr einen neueren BMW i3 dort anschließt, der kann schon 11 kW, der Lader, der in dem Wagen eingebaut ist, das bedeutet, ihr könnt mit 11 kW laden. Ja, und wenn ihr einen Tesla habt mit einem Doppellader oder ein Smart oder eine Renault Zoe, dann könnt ihr auch die 22 kW daraus holen aus der 22 kW Box, wenn das Kabel dazwischen auch 22 kW kann. Also das schwächste Glied bestimmt die Kette. Es geht immer darum, dass das System an sich stimmig ist. Es macht für mich keinen Sinn, eine 22 kW Box aufzubauen, wenn ich ein Elektroauto da anschließe, dauerhaft, was immer nur 7 kW laden kann. Andersherum, wenn ich ein Fahrzeug habe, das 22 kW laden kann, dann möchte ich an meiner Ladelösung natürlich mindestens 11 kW oder besser sogar noch 22 kW an Ladeleistung da herausbekommen. Autos, die echte 22 kW nehmen, wie gesagt, im Moment auf den Straßen eigentlich nur ältere Tesla-Modelle mit einem sogenannten Doppellader, den man damals extra bestellen muss oder sich nachrüsten lassen konnte. Die Renault Zoe kann das. Und die Smarts, die elektrisch fahren, können das auch. Auch dort gab es die Option, sich einen 22 kW Lader extra zu bestellen. Das musste man dann auch entsprechend machen. Bitte verwechselt diese Zahlen mit den Kilowatt. Das betrifft eben nur die Ladung zu Hause. Bitte verwechselt das nicht mit der Ladung unterwegs, zum Beispiel an den Autobahnraststätten. Dort wird Gleichstrom abgegeben. Gleichstrom gibt andere Ladeleistungen her. Man kann dort 50 kW Ladeleistung realisieren, 70, 100, 150 oder geplant sind Ladeleistungen von bis zu 350 kW, die neuen Elektroautos, die später mal kommen werden, dann auch abkönnen. Dort geht es darum, dass man sich nicht so lange aufhält und dass man eher 20 Minuten dort zwischenlädt und dann möchte man weiterreisen. Hier bei euch zu Hause geht es darum, dass ihr das Fahrzeug über Nacht dort stehen habt, im Carport, in der Garage. Und dann wollt ihr das aufladen, wollt am nächsten Tag weiterkommen. Ich lade meinen Tesla über Nacht auch zu Hause in der Garage auf. Das ist deutlich schonender als am Supercharger mit dem Gleichstrom. Aber ich lade ihn nie voll. Ich lade also dann immer so, dass ich den nächsten Tag damit gestalten kann und relativ sicher unterwegs bin. Mal lade ich ihn auf 50% auf, mal auf 60%, auf 90% lade ich ihn dann auf, wenn wir eine größere Tour machen. Ja, das so als
kurze Verdeutlichung der Begriffe zum Thema Elektroauto-Aufladen zu Hause. Also bitte nehmt mit. Ihr könnt natürlich mit der Steckdose aufladen. Noch ganz wichtiger Hinweis dazu, das Thema Sicherheit bei der heimischen Steckdose. Wenn ihr ein Elektroauto an eine Steckdose ransteckt und zieht da dauerhaft 2,5 kW Leistung ab über 5, 6, 7, 8 Stunden, das macht nicht jede Steckdose mit. Also lasst das prüfen, ob eure Steckdose dafür überhaupt geeignet ist. Lasst euch sonst besser eine spezielle Steckdose dafür installieren mit mehr Leistung oder nehmt gleich eine Wallbox, das ist die vernünftige Lösung. Da kommt die Leistung raus, die euer Elektroauto braucht, bis zu 11 kW bei diesem Modell, bis zu 22 kW bei anderen. Das Ganze ist vernünftig abgesichert. Da kann also nichts durchschmoren, wie bei irgendwelchen Uraltsteckdosen, in die plötzlich mal für 5 Stunden ein Elektroauto eingesetzt wird. Und ihr habt bei einer Wallbox übrigens die Sicherheit, in dem Moment, wo ihr die Stecker reinsteckt, ist noch keine Spannung drauf. Erst wenn das verriegelt ist, fließt da Strom. Das heißt, das Ganze ist natürlich spannungsfrei. Wenn ihr sowas hier habt, so ein 32 Ampere Eumel, da sind, je nachdem, wo ihr dann mit den dicken Fingern anfasst, entweder 230 Volt drauf oder wenn ihr zwei Phasen erwischt, da sind auch der Spannungsunterschied beträgt da schon 400 Volt. Das kann schon richtig heftig werden. Wenn ich meiner Frau sagen würde, Schatz, steck mal da unten den Stecker in die 400 Volt Dose, die wird mir was husten. Bei der Wallbox ist es so, das passiert spannungsfrei. Da ist also kein Saft drauf, solange die Stecker nicht gesteckt und verriegelt sind. Ist auch ein deutlicher Sicherheitsaspekt, speziell wenn ihr das nicht selber macht, sondern andere Personen das machen, eure Mitarbeiter, eure Kunden, eure Gäste, eure Familie, würde ich immer eine Wallbox nehmen. Und kann ich da auch nachts ruhig schlafen. Tja, wir machen weiter mit einfach erklärt, jeden Dienstag 20 Uhr ein kurzes Thema aus dem Bereich Elektromobilität und Ökostrom für euch erklärt. Das waren heute erstmal die Basics, aber ich glaube, anhand der Zuschriften, die ich bekommen habe, war das mal nötig, so ein paar Einheiten nochmal durchzugehen und für jeden nochmal zu erklären, damit der Level, auf dem wir da miteinander kommunizieren, auch derselbe ist. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wenn ihr Fragen dazu habt, bitte kommentieren, darunter schreiben, E-Mail, wie ihr wollt, dann können wir das gerne klären. Auf bald!